Wie ihr lange Texte gefühlt 100-mal schneller und einfacher lesen könnt, zeige ich euch in diesem Tutorial. Die einen denken, ein Buch ist eine Baumart und das Lesen sind rote Punkte an der Wand, doch die mehr wissen, die wollen meistens auch schnell lesen. Und wie ihr bis zu 800 Wörtern die Minute lesen könnt, ist ganz einfach, ihr müsst einfach squirten. Und wie das geht, zeige ich euch heute. Zunächst geht ihr in euren Browser und auf den Link, der auch unten in der Beschreibung steht, dann kommt ihr hier auf die Seite von Squirt. Squirt ist ein Fast Reading Tool, das heißt ein Tool, mit dem ihr Seiten schnell lesen könnt und das ohne jetzt wirklich ein Programm irgendwie runterzuladen, sondern läuft alles über ein JavaScript. Wie ihr Squirt installiert, ist sehr einfach. Ihr scrollt einfach runter, seht diesen blauen Button, haltet den gedrückt und zieht in eure Lesezeichenleiste. Dann habt ihr den da oben drin und wenn wir jetzt mal auf eine andere Seite gehen und da draufklicken, sehen wir, Squirt startet sich und ihr seht direkt auch das Prinzip, wie das funktioniert. Das Prinzip von Squirt ist erdenklich einfach, denn es positioniert die Wörter in der Mitte, so müssen unsere Augen quasi nicht mehr von links nach rechts lesen und können sich auf die Mitte konzentrieren und damit dann schneller Wörter lesen. Squirt bietet auch einige Einstellungsmöglichkeiten, so könnt ihr die Schriftart einstellen, also Serifenschrift oder halt nicht. Mit Space könnt ihr die Wörter anhalten und wieder lossausen lassen. Mit den Pfeiltasten hoch runter könnt ihr die Words per Minute einstellen, also quasi wie schnell das durchlaufen soll. Mit den Pfeiltasten links rechts könnt ihr durch die Wörter quasi navigieren. Mit Escape schließt ihr den ganzen Dialog und könnt weiter surfen und S holt ihr wieder die Einstellung hoch. Also sehr einfach, aber trotzdem coole Features dort enthalten. Auch sehr nützlich ist oben der Balken, mit dem wir durch den Text skippen können und daneben die Anzeige haben, wie lange es braucht, diesen zu lesen. Erhöhen wir jetzt die Words per Minute, so wird sich natürlich dieser Wert nach unten korrigieren, weil wir natürlich dann mit einer schnelleren Frequenz diesen Text lesen. Wollen wir nur einen bestimmten Abschnitt einer Seite lesen, müssen wir den, bevor wir auf den Squirt-Button drücken, diesen Text markieren und dann wird nur dieser auch gelesen. Und so einfach ist es, so einen Text durchzusquirten und damit dann viel schneller zu lesen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, immer ein neues Tutorial auf diesem Kanal. Macht's gut und ciao.